behindert. Okay, gerade vier Rätsel insgesamt. Wenn du keinen Ärger haben willst, dann solltest du schnell aufhören, mich so anzuglotzen wie blöd. Oh! Entschuldigen Sie, mein Herr, es war nicht meine Absicht, Sie anzustarren. Wir können bald auch dahin und ganz anders hin. Die Musik ist voll traurig. Wir müssen Fahrkarten für die U-Bahn kaufen. So schaffst du. So, Gesundheit! Danke. Wieder ein Rätsel, ne? Das schaffst du doch sicher, oder Luke? Mhm. Aber sicher, Professor. Ich bin erkältet. Wenn ich einmal niese, heißt es immer, dass ich erkältet bin. Es ist echt so. Ich geh jetzt, ne? Ey, du bist auch ein bisschen erkältet, oder hast du Schnupfen? Schnupfen. Ja, guck. Ja, anscheinend muss ich einen Zielort auswählen. Wo ist der Knopf für die Station der U? Auckland Lane. Ja. Auckland Lane. Lane. Ja, ist schön. Ich fahr jetzt einfach wieder zurück. Nein, Mann. Aber ich bin gut, was um Münzen sammeln geht. Das war ja einfach. Schauen Sie, Professor, nur wenige Schritte trennen uns vom Krankenhaus. Dann lass uns schnell eintreten. Münze? Die muss doch bestimmt irgendwo eine Münze sein. Ja, ah, okay, Schild. Da. Verstecktes Rätsel. Oh, ist das etwa ein verstecktes Rätsel? Was? Es gibt auch versteckte Rätsel. Ich und die Spatzen. 146. Oh. Was musst du machen? Was ich in meiner Freizeit tue? Ich verscheuche Spatzen von dieser Stromleitung. Hobby. Geiles Hobby. Wenn ich einmal klatsche, fliegt die Hälfte der Spatzen weg, aber kurz darauf kommt eine wieder zurück. Wenn ich nun wieder in die Hände klatsche, fliegt wieder die Hälfte weg, doch kurz darauf kehrt schon wieder eine zurück. Was nochmal? Warte, das mache ich den ganzen Tag lang, aber am Abend sitze ich genauso viele Spatzen auf der Leitung wie morgens. Wie viele Spatzen müssen also ganz am Anfang auf den Kabeln gesessen haben? Wo soll das wissen? Also das sind irgendwelche Spasten? Nein, keine Spatzen. Spasten, die irgendwie rumfliegen. Was? Lies sie in Ruhe durch, wir haben ja Zeit. Okay, warte. Zwei? Am Anfang? Klar, wieso nicht? Sie klatscht, einer geht weg und dann kommt sie wieder. Gucken oder mal. Warte. Aber ich sehe hier drei. Das ist nur ein Bild, oder? Kann auch sein. Sollen wir mal versuchen, zwei? Vielleicht ist das die logische Antwort. Ja. Das ist meine Antwort. Jawohl! Ja, Mann. Puh, da bin ich aber erleichtert. Schön für dich. Zwei Spatzen, das ist eine Lösung. Die Hälfte, also einer fliegt davon und ja. Ja, der eine geht immer weg und dann kommt er wieder. Und wieder. Und fertig, juhu. Okay. Das ging ja schnell, dieses Rätsel. Wie viele Rätsel sogar schaffen wir insgesamt? Noch? Ich hätte gerade sieben. Wir haben schon fünf. Hier, 14 hatten wir, ne? Als wir angefangen haben. 13, glaube ich. 14. 14 war das letzte mit Musti, glaube ich. Ach so, okay. Ja, 5 schon. So gut. Ja. Schaffen mehr. Pizza. Okay. Hallo. Guten Tag, die Dame. Darf ich Sie um Ihre Hilfe bitten? Sicher, ich habe heute eben Spätzle. Dieser Ort ist wie ausgestorben. Wir möchten einen Patienten besuchen. Würden Sie uns bitte den Weg zu Zimmer 312 weisen? Zimmer 312? Ja, mal sehen. Oh, Dr. Strotten. Ey, du bist Schreiter. Aber sicher. Was? Entschuldigen Sie, aber haben Sie gerade Andrew Schreiter gesagt? Bitte senken Sie Ihre Stimme. Ich meine, Sie gehen hier im Krankenhaus. Ey, sie sieht echt so depressiv aus. Bisschen. Dann sind Sie also Verwandte von Dr. Schreiter? Nein, eigentlich bin ich sein ehemaliger Student. Ja. Und der kleine Portier? Er ist nun der Lehrling des ehemaligen Studenten von Dr. Schrader. So, das sieht so aus, als hätte der Opa im Zimmer 312 eine richtige Fangemeinde. Nun ja, Sie können Ihre gerne sehen, aber zuerst müssen wir eine kleine Formalität erledigen. Eine Formalität, um was handelt es hier dann genau? Ach, alles und ohne bloß Vorschritt. Keine Sorge, es dauert wirklich nicht lange. Ein Rätsel. Ist das sein Meister? Also sein. Wessen? Sein Professor?
Von Clayton, ja, ist das er. Okay. Please. Unten siehst du 9 Zimmernummern aufgesteigender Reihenfolge geordnet. Diese Zimmer müssen also alle besucht werden. Natalia ist etwas Kurioses aufgefallen. Man kann die Reihenfolge der Zimmer so anordnen, dass aufeinanderfolgende Zimmer in mindestens eine Ziffer ihrer Nummern gemeinsam haben. Natürlich ohne ein Zimmer zweimal zu betreten. Wenn sie der oben beschriebenen Regel folgt, welche Nummer muss dann das 5. Zimmer ihrer Runde haben? Was? Was müssen wir da eingeben? Eine Zahl? Ich glaube, ja, bezeichnet. Achso. Achso, okay. Und sie ist 19 Mal. Ein gemeinsamer Nenner. Echt? Habe ich ja gerade so verstanden. Warte mal, was meinen die mit Aufsteigen? Okay, 18, ja, dann geht es so und so, okay. Also wir rechnen mal alles zusammen. Diese Zimmer müssen alle besucht werden? Die Zimmer müssen... Achso. Man kann die Reihenfolge der Zimmer so anordnen, dass aufeinanderfolgende Zimmer mindestens eine Ziffer in ihrer Nummer gemeinsam haben. Natürlich ohne ein Zimmer zweimal zu betreten. Wenn sie da oben beschrieben haben. Hä? Was? Ich will nichts verstehen. Guck mal, das Fenster da unten an dem Bett. Mann. Hä, warte, wie? Sie darf da nicht rein. Das verstehe ich nicht. Man kann die Reife oder so. Das ist so ein Tipp, dass sie so eine gemeinsame Ziffer haben. Und da darf sie nicht rein? Mhm. Also 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, 1, 2. Ach, ich muss noch Mathe machen, wenn ich gerade so denke. Ach, das mache ich noch. Wie darf man auch nicht mehr da rein, wo man das vorher war? Also hier, guck mal, hier ist 9 schon, aber hier darf man das nicht. Ich verstehe es nicht. Sollen wir Tipps mal gucken? Wir haben genügend Münzen, 34. Warte mal. 3. Und Leute, genieße die Musik. Entweder das oder das sag ich. Ich kann auch Tipps machen, um ganz sicher zu gehen. Wie ist aber so ein dämlicher Tipp kommt? Welche Zimmer kommen in den Zimmernummern vor? Wie oft wird diese... Alles weniger. Ich sag die... Okay, komm. Ach nein, kann auch nicht sein. Wenn du keine 9. Ich mach die Tipps, komm. Echt? Ja, komm, wir haben genügend Münzen. Lass mal testen. Okay, komm. Teste. Warte, was war der erste Tipp? Welche Ziffer kommen in meinem Nummern vor? Wie oft wird diese einzelne Nummer... Ja, deswegen ja. 1, 2, 3. Das wurde schon. Das wurde nicht. 4. Das wurde schon. 5. Okay, komm dann. Antwort. Das müsste doch richtig sein, wenn... Mal sehen, ob das stimmt. Nein. Habe ich etwas übersehen? Ich verstehe den Sinn nicht. Wie sieht der? Zimmer 5. Warte mal. Meine zweite Lösung. Nein! Okay, ein. Es gibt ein paar Ziffern, die nur einmal vorkommen. Von den Zimmern mit diesem Zimmer kann man nur so genau in ein anderes Zimmer gehen. Nein! Doch, von den 9 verwendeten Ziffern kommen genau 2 jeweils nur einmal vor. Und das sind die Zahlen. Und das sind die 2 und die 7. Enthalten Sie diese. Beiden im Zimmer. Eine sieht das gerade ausprobiert. Diese Zimmer sind. Das ist das nicht. Diese Zimmer sind Anfang und Endstation von Natalias Runde. Warte mal. Achso, du hast jetzt schon die Reihenfolge. Ein paar Ziffern nur einmal von den Zimmern mit diesen Ziffern kann man also nur in genau. Was muss denn das 5. Zimmer, ne? Also 29 und 71 ist der Anfang und das Ende. Ach, 10 hier nicht? Das steht da. Das ist das erste Zimmer und das ist das letzte. Diese Zimmer sind Anfang und Endstation von Natalias Runde. Also kannst du schon das was abhaken.
Von den 9 verwenden sie bekommen genau 2 jeweils die Antwort. Und das sind die 2 und die 7. Vielleicht hatten sie beiden Ziffern in... Ja, okay, ja, stimmt. Machen wir zurück. Also, das ist der Anfang und das ist das Ende. Wieso ist das nicht der Anfang? Da steht ja. Warum steht der S-Tipp? Super-Tipp. Das war nicht so. Zu offensichtlich. Ach so. Das wusste ich nicht, dass man einen Super-Tipp machen kann. Guck mal, da steht da. Diese Zimmer sind Anfang und Endstation von Nathalie's Runde. Also Zimmer 29 und 71. Deswegen sage ich, dass das Anfang und Ende ist. Echt? Mhm. Dann sage ich, dass es das ist. Meine zweite Ja, Lösung. Komm dann. Kommt ihr hin dann. Ja, das sieht vielversprechend aus. Okay. Mann, ich hätte gleich das nehmen sollen. Ich hatte zwei verschiedene. Ganz wie ich vermutete. Aber können? Jein. Ach so. Okay. Sehr gut, ich muss das mit meiner alten Besucher machen. Unsere Zimmernummer sind ziemlich schwer und ständig verirren sich dutzende Besucher bei uns. Doch der schwere Zimmer ist mitten im dritten Stock, gleich die Treppe hier rauf. Jetzt finden sie dahin, oder? Das sind alten Bäume. Ah, wow. Jetzt fehlt uns nur noch eins, glaube ich. Nein, ich glaube gar keins. Einfach mal, also. Was fehlt denn noch? Da fehlt noch was. Nein. Okay, da habe ich irgendwas verwechselt dann. Ja, irgendwas muss richtig machen, muss so logisch machen. Einen schönen sonnigen Morgen. Hier muss die Pflaume hin. Wegen. Ja, kann auch sein. Stimmt. Auch das muss logisch sein. Und der Stiefel kann ja da rein. Er sucht seinen Stiefel. Die Pflaume liegt hier. Oh, ist mit der Mütze auch nicht. Was war das denn mit der Banane, ne? Stimmt. Banane kann ja draußen. Oder der Baum. Es muss nicht sein, dass es... Nein. Mach die Banane. Warte, was sucht der Typ hier? Ist schon richtig, das ist. Ich glaube, dass es nicht so richtig ist. Doch. Sieh mir mal Götz. Guck. Hä, muss man. Kommt es dann sofort oder was? Ja, da kommt er so. Rechts am Wegrand sah ich einen Pflaumenbaum wie Tille. Sowas. Vor mir auf der Straße fand ich eine Pflaume und gleich links davon eine Banane. Okay, Banane ist vielleicht. Ob die jemand hier verloren hat? Natürlich konnte ich die Sachen nicht einfach dort liegen lassen. Ich glaube, Banane ist das nicht. Mütze, ne? Mhm. Daraufhin gelangte ich an einen runden Platz, auf dem ein alter Baum stand. Gleich unter dem alten Baum sah ich einen netten Mann etwas suchen. Ich sagte, hallo, ich habe diese zwei Sachen hier gefunden. Die hat bestimmt jemand verloren. Wissen Sie vielleicht, wem sie gehören? Der Mann mit dem buschigen Schnurrbart warf einen Blick auf die beiden Dinge auf und beglückt. Hurra, die gelbe Sache habe ich verloren und schon verzweifelt danach gesucht. Ich danke vielmals. Ach so, die Mütze. Ja, das hatten wir aber eben schon. Warte, wir können auch so machen. Wir können einfach löschen. Einfach. Alles? Ganze Reihenfolge. Okay. Ach, ich habe den Mann und das Mädchen vertauscht. Mm-mm, der Mann war da immer so. Echt? Ja, ganz sicher. Ja, Aufkleber. Wow. Wollen wir den alten Baum hier hin? Was? Nein. Doch, der alte. Das war richtig. Wenn ich mich so richtig erinnere. Ja. So. Und so. Die Pflaume nehmen. Hä? Er sucht die Pflaume. Ja, okay. Violettes. Das Violettes. Prall und saftig. Ein alter Stiefel prall und saftig. Okay, dann. Sag doch. Achso, das macht mehr Sinn. Ja, stimmt. Jetzt macht's Sinn. Jetzt das hier da rein. Das Mädchen hier rein. Und das hier rein. Ja. Sag ich doch. Die ganze Geschichte lesen? Ja. Jetzt machen wir eine kleine Geschichtsstunde, Leute. Der ehrliche Finder. Einen schönen sonnigen Morgen spazierte ich über eine Wiese. Rechts am Wegesrand sah ich einen alten Baum in der Hütte. Sowas. Von mir auf der Straße fand ich einen Stiefel und gleich links davon eine Mütze. Ob die jemand hier verloren hat? Natürlich konnte ich die Sachen nicht einfach dort liegen lassen und nahm sie mit. Daraufhin gelangte ich an einen runden Platz, auf dem ein Pflaumenbaum stand. Gleich unter dem Pflaumenbaum sah ich einen netten Mann etwas suchen. Er sagte, hallo, ich habe diese zwei Sachen hier gefunden und die hat bestimmt jemand verloren. Wissen Sie vielleicht, wen Sie gehören?
Der nette Mann mit dem buschigen Schnurrbart mit dem buschigen Schnurrbart warf einen Blick auf die beiden Dinge und rief beglückt: Hurra, die Mütze habe ich verloren, schon zwei und verzweifelt danach gesucht. Ich danke dir vielmals fürs Wiederbringen. Das hier schenke ich dir zum Dank. Es ist gerade eben frisch, ganz frisch vom Pflaumenbaum rund dort gefallen. Und mit diesen Worten reichte mir der nette Mann mit breitem Lächeln eine Pflaume prall und saftig. Voller Freude über die köstliche Gabe setzte ich meinen Weg fort. Nach ein wenigen Schritten begegnete ich einem Mädchen und sagte: Einen schönen guten Tag, ich habe einen Stiefel gefunden. Weißt du, wer dieses Ding verloren haben könnte? Nach einem Zögern sprach das Mädchen mit leiser Stimme: So ganz genau weiß ich das nicht, aber gleich dort hinten steht ein weißes Häuschen. Frag du mal die Bewohner dort. Und so führte mich ein Weg zum weißen Häuschen. Vielleicht wohnte ja hier der Besitzer des Stiefels. Als ich an der Tür klopfte, sah ich dieses durch Fenster eine Banane auf dem Küchentisch liegen. Lecker! Da öffnete mir eine freundliche alte Frau: Ei, wer bist du denn? Was kann ich denn für dich tun? Ich habe etwas gefunden und suche den Besitzer. Hier sehen Sie, der Stiefel hier stand ganz einsam und verloren auf der Straße. Das erinnert mich irgendwie an Caillou so ein bisschen. Ein bisschen. Da sagte die liebe alte Dame: Der Stiefel gehört meinem Enkel. Herzlichen Dank, kleiner Mann. Als Finderlohn reichte sie mir die Banane vom Küchentisch. Wow. Guck, wie er sich freut. Was für ein toller Tag. Ich hatte zwei verlorene Dinge ihren Besitzern zurückgebracht und als Dankeschön eine leckere Pflaume und eine süße Banane erhalten. Mit einem freundlichen Liedchen auf den Lippen tanzte ich den Weg hinunter. Vielen neuen guten Taten entgegen. Nach einer Minute ist alles weg. Ah, Bilderbuch 2. Das fängt schon an hier, aber... Keine Sticker. Also so gesagt müssen alle Rätsel machen. Können da versuchen, alles hier 100% zu machen. Junge, ist ein bisschen schwer. Ja, nicht alle. Wir können alle Rätsel versuchen. Es gibt ja komplett Lösungen. Ja, nein, zum Schluss sammelt man die ja eh. Die ja, stimmt, sagen. Bei der Oma. Haben wir das bei Dings nicht gemacht, mein Zweifel? Ich glaube nicht, da haben wir nicht 100% gemacht. So. Wir haben alle Rätsel gemacht, die auch bei Opa nicht mehr waren. Nur das Nötigste haben wir gemacht. Seltsam, ist hier niemand hier. Vielleicht hat die Dame am Anfang einen Fehler. Da? Oh, das bist ja du, Herschel. Und der kleine Luke ist auch dabei. Andrew? Wieso so verdutzt, Herschel? Habe ich vielleicht etwas in meinem Bart hängen? Macht euch keine Sorgen um mich, nur weil ich hier bin. Setzt euch. In letzter Zeit kursieren wirklich die haarsträubendsten Gerüchte über dich. Weißt du das? Aber glaube mir, für mich ist jedes einzelne Wort erstunken und erlogen. Was genau wären das denn für Gerüchte? Was für Gerüchte? Na, etwa das mit dem Dings. Mit dir, der Sache. Dieser... Oh jemine, jetzt habe ich alles vergessen. Verzeih mir. Bitte verzeih. Okay. Hier sind Rätsel. Ah, schön. Wissen Sie das? Was? Dass er alles weiß. Ja, die Zuschauer wissen, dass er so heiß. Herschel Lake. Wieso? Man findet sie noch merkwürdig? Ja. Luke, sieh dir mal diese Röntgenaufnahmen hier an. Ob das Dr. Schröder Röntgenbild ist? Das scheint mir wahrscheinlich. Das finde ich ja allerdings recht merkwürdig. Sieh mal an, Luke. Ich glaube, die Lösung habe ich mal durchgelesen. Raus? Das habe ich noch nicht gemacht. Luke und der Professor sehen sich eine bizarre Röntgenaufnahme an. Professor, das ist ja furchtbar. Da hat jemand eine Schere in Dr. Schröders Bauch vergessen. Weißt du, Luke, die Schere bereitet mir keine Sorge, aber sieh mal hier. Das scheint mir viel problematischer. Auf welcher Stelle zeigt der Professor, während er es dir zeigt? Ich weiß, welche Stelle. Soll ich zeigen, soll ich so machen? Ich glaube, ich weiß das so teilweise noch. Warte. Was gehört der Fall dazu? Das kann man auch ankreisen? Ich glaube, das ist ein Tipp. Das kann man auch nehmen. Okay. Luke und der Professor. Das hier, guck mal, das weiß ich hier. Ich weiß. Das kann man ankreisen? Null. Oh, das andere. Das muss der Fehler sein. Das da. Was ist das denn? Guck mal, wie man das so betrachtet. Ja, warte mal. Okay. Ja. Das oben.
Ja, wenn man das schon hier einkreisen kann, dann ist das so. Ja, das sieht vielversprechend aus. Sag ich doch. Oh, was ist das denn? Weiß ich nicht. Ganz wie ich vermute. Siehst du das noch? Ich hab's nicht gemacht, aber ich habe mir jetzt durchgelesen. Ich bin das noch so teilweise gemacht. Gut, Bobart, ganz unten im Unterleibsbereich ist ein weißer Umriss sichtbar. Vielleicht hat Dr. Schweder ja eine Münze oder etwas ähnliches verschluckt. Wie kann man eine Münze verschlucken? Na, rück und aufnahme sich. Ja, okay, jetzt, ja, okay, jetzt, ich verstehe schon. Die anderen Sachen sind ja auf ihn sozusagen dann. Ach so, ja, stimmt. Von der Röntgenaufnahme. Okay. Nur nichts vor allem, mein Junge. Der gute Doktor war selbst nie um einen Scherz verlegen. Weißt du, es ist gar nicht abwegig, dass Andrew Best selbst diese falsche Radiogramm hier platziert hat. Womöglich wollte er damit seine Besucher etwas verblüffen. Falls das stimmt, dann bin ich aber wirklich darauf reingefallen. Ich machte mir echt Sorgen. Was hat er gerade erklärt? Guck mal, das war eben Rätsel 22 und wir haben alle 20. Achso. Rätsel 21 fehlt. Ich glaube, das kriegen wir bei ihm hier. Sag ich doch. Ja. Lange ist her, Andrew. Ja, das stimmt. Ich gehe davon aus, dass du immer noch die meiste Zeit in deine Forschung investierst. Was soll ich sagen? Ich habe von dem Besten gelernt. Allerdings macht ein eigenes Büro viel leichter. Du hast ein eigenes Büro? Oh, was sage ich da? Du hast es schon eine ganze Weile, oder? Und du hast es dir wahrlich verdient. Ich habe so einige Talente kommen und gehen sehen, aber du bist aus der Masse hervorgetreten. Keine Frage. Hoppala, bei aller Aufregung habe ich ganz vergessen, meine Medizin zu nehmen. Ich Dummkopf. Ich habe die Flasche hier gleich, aber die Dosierung bereitet mir eine Schwierigkeiten. Du sei ein guter Junge und hilf mir, die richtige Menge zu ermitteln. Bring ihn um. Dosier-Dilemma. Dosier-Dilemma. Was? Führe den was? Ach, muss das schneiden? Ich weiß die Lösung. Lies vor. Dr. Schweder muss im Laufe von 5 Tagen täglich ein Fünftel des Inhalts dieser Flasche einnehmen. Leider hat die Flasche keinerlei Markierung und die Dose auch anzuzeigen. Voll die geile Dose, oder? Ach, das ist das? Ja, da. Das ist von oben. Ja. Nein, von der Seite aus. Oder guck mal, von der aus. Stattdessen hat er sich beholfen und bis zu einem gewissen Stand abgetrunken. Bis zu welchem Stand muss er heute trinken? In das zweite Fünftel zusätzlich. Bezeichnen mit der Linie den genauen Stand nach der Einnahme der heutigen Dosis ein. Wie ist es? In welcher Perspektive sieht man das? Von unten? Ich weiß nicht. Ich glaube, nee, von oben. So, also man kann so machen, so und so. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weiß ich noch die Dosis. Nein, ich will nur wissen, von welcher Perspektive. Das sagen die ja nicht. Hä, wie trinkt er dann? Ah, oh, jetzt hab ich's. Ein Fünfter dann, ne? Ja, ein Fünftel. Bis wie viel er trinken muss. Okay. Ich glaube, ich weiß es noch. Geht das so? Nein, ich weiß aber was. Ich kann ja auch. Nein, ich wollte nur testen. Okay. Er hat eine Dosis schon genommen. Er muss dann eine weitere ein Fünftel nehmen. Ja. Also das die Oberdosis hat er schon genommen. Ja, ja. Das heißt, 3 Stück von dem, das heißt. Kann man das so trinken? Geht das so? Als ich weiß Lösung? Nicht. Soll ich dir sagen, was ich noch weiß? Weil meine Lösung ist aber, Strategie. Warte, Moment. Was ich jetzt noch in Erinnerung habe. Nee, warte mal. Das muss doch stehen, was. Was ich noch weiß, kann ich dir gleich zeigen. Aber ich glaube, das ist eher falsch. Kann man noch mehr? Mm-mm. Nur eine Linie, ja, ne? Ja, eine Linie. Oder, warte. Das wäre die Hälfte. Ja, da bleibt ja die untere. Ja, das ist falsch. Soll ich dir meinen mal machen? Ich würde sagen, er muss das da trinken. Das ist dein Vorschlag. Ich zeig dir meinen, okay? Ich versuche mal meine und danach deinen, okay? Kann man das so trinken? Das ist so komisch. Warte, wenn das Rätsel ist schon auch. So gut wie gelöst. Okay, dann ist nicht mehr das da. Okay, jetzt meins. Da war es deins da. Noch mal überlegen. Oder das war einfach quer. Darf man das so schnell? Ich glaube, man kann das gar nicht so machen. So schief. Wieso trinkt er? Wieso kann das? Oh, wieso kann er deine Schwester fragen oder so dieses Spiel? Warte. Man kann das nicht so schief trinken. Ich würde so sagen, aber. Ja, mach mal. Ich glaube, das war auch die richtige Lösung, oder? Es war da. An sowas kann ich mich erinnern, was du gerade so. Nein, mach mal Antwort. Achso. Mach mal, sing mir mal. Play ist ja richtig.
Wie wäre es hier? Jawohl! Deswegen kam es mir so bekannt vor. Ich wusste es. Guck mal. Ach, der muss das schief halten. Er ist doch ein Vollidiot. Da kann einfach eine Schwester fragen. Eine Schwester kann sie jetzt für mich machen. Na klar. Und einfach abmessen. Ja. Mit Milliliter und sowas. Ja, schön. Du hast ihn gut unterrichtet. Ja, schön. Keine Frage. Ein wenig von meiner Pfiffigkeit hat auf ihn abgefärbt. Okay. Was ich eigentlich erzählen wollte, du warst unbestritten der talentierteste meiner Studenten. Nur ein einziger deiner Kommilitionen war dir zumindest ebenbürtig. Ja, das war er. Der Junge war ein Genie. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Ist das ein Rivale oder was? Ja, dieser Don Paolo. Guck dir dieses Gesicht an. Das wird ja. Er hat gerade über Don Paolo geredet. Und das ist genauso was. Nein, es hat einen Grund. Wenn du später rausbekommst. Okay. Sprich erneut mit. Hey. Das stimmt da, hast du gesehen? Sprich erneut mit Dr. Schwab. Ach so. Ich wollte gerade einfach weggehen. Aber die haben mich auch gelassen, siehst du? Ja. Der Besuch hat mir viel Freude bereitet, Andrew. Aber es wird Zeit für uns aufzubrechen. Ihr wollt schon gehen? Ach, emsig und viel beschäftigt wie eh und je. Besucht mich doch mal wieder, ja? Ach, aber ehe ihr geht, habe ich noch etwas für euch. Etwas, das ich schon eine ganze Weile hüte. Aber ich brauche es nicht mehr. Bitte nimm du es wieder mit. Ich verstehe, vielen Dank. Es war eine angenehme Überraschung, dich heute zu sehen, Herrchen. Ich weiß, ihr seid in Eile, also geht mit diesen Schlüsseln zum Hinterhof des Gebäudes. Okay. Ach, der grüne Neune. Das ist das Auto von ihm. Aber erstmal den Müll durchstöbern. Ey, ich muss Münzen sammeln. Die Blätter haben schon. Ich will nicht mal das Auto. Das sieht hier ganz nach meinem Auto aus. Seins? Ja. Hier. Yeah. Genau das dachte ich mir auch. Zumindest kenne ich kein anderes Gefährt, das so drollig geformt ist. Drollig geformt? Ich möchte doch sehr bitten, mir mit Verlaub, dieser Wagen sein ein Klassiker. Den ganzen Staub und Schmutz nachzuurteilen ist er allerdings. Anscheinend hat sich niemand um das Auto gekümmert, während es hier draußen stand. Ja, vermutlich war all die Jahre den Zahn der Zeit ausgeliefert. Wieso schauen wir nicht mal nach, ob es immer noch im Fahrt entfährt? Dann müssen wir es auch nicht mehr die U-Bahn nehmen. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Nun, Nanu? Was ist los, Professor? Jemand hat ein eigenartiges Schloss an der Tür angebracht. Wer könnte das gewesen sein? Danke, dann das nächste Rätsel. Schlüssel, du. Du musst jetzt irgendeinen Schlüssel von denen auswählen. Du hast jetzt. Nee, lies mal bitte vor. Du hast zwei Schlüssel zum Leitmobil erhalten, aber statt eines über Schlüssellochs hat es eine Vorrichtung, in die du einen Zahlencode eingeben kannst. Tatsächlich ist in diesen beiden Schlüsseln der Zahlencode verborgen, der diese Vorrichtung öffnet. Wie lautet er? Ein Code? Hä? Oh, ich sehe den. Warte mal. Ich muss erst mal checken, was der meint. Du hast zwei Schüsse zum Leben. Guck mal das an. Warte. Ich hab das schon. Warte. Tatsächlich ist er in den. Guck dir lieber die Schlüssel an. Ja, yeah, ich weiß aber, wieso konnte ich das drehen? Das ist das. Warte. Tatsächlich ist es in diesen beiden Schlüsseln. Du siehst so schon eine Zahl. Ja, ich sehe schon eine Zahl. Aber wieso kann man das drehen und so? Ist das ein Tipp? Oder bist du selbst rausgekommen? Du hast so schon eine Zahl gesehen? Ja. Kannst du überlassen, wenn du willst. Was? Ich würde gucken. Ach so. Drei Zahlen. Hast du drei Zahlen gesehen? Hast du nicht, ne? Aber ich habe was anderes gesehen. Wusste ich doch. Es müssen keine drei Zahlen werden. Ja, oder so 008 oder sowas, ne? Genau. Aber du musst mal überlegen, wieso kann man das drehen? Ich weiß es ja. Du weißt, wieso man es dreht? Ja. Soll ich dir das zeigen? Kurz, dann wirst du sofort sagen, Kann man es verbinden oder was? Komm. Nee, warte mal.
Du hast es rausbekommen. Man kann es verbinden. Ja, dreh ne? Dreh das um. Das ist nochmal um. Dreh mal nochmal um. Nach links. Und das jetzt nochmal darunter. Perfekt darunter machen mal. Den Schlüssel mal perfekt darunter machen. Unter den da. Unter sein Schlüsselloch da. So oder was? Nein. Unter dem da. Ach, das meinst du? Ja. Und was? Geh weiter runter. Weiter runter. Und was für eine Zahl kriegst du da? 7. Ja. Cool. Wie, das hast du so schon gesehen? Ja. Ach, hier durch dieses, ne? Mhm. Jemand klingelt. Ja, aber das ist nicht für mich. 4-7. Sag ich doch. Nicht bloß. Fragezeichen. Deine 4 akzeptiert er nicht. Hm. Er sieht einfach ein Plus in deinem 4. Ja, jetzt. 7. Mal sehen, ob das stimmt. Sag ich doch. Das Rätsel war ganz wie ich vermutete. Ja, guck. Ja. Zum Glück habe ich das schon durchgezockt. Da haben wir es. Endlich ist es offen. So was. Der Motor will nicht anspringen.